Yo Leute, was geht ab? Mebersohn ist back am Start und ich zeige euch heute, wie ihr die neue Marshall-Pistole freischalten könnt. Die Pistole kam gestern überraschenderweise raus, keiner hätte es erwartet. Man ist davon ausgegangen, dass sie erst in Season 5 Reloaded rauskommt, deswegen ist es irgendwie sehr verwirrend, dass sie auf einmal rauskommt, aber wir wollen uns nicht beschweren und werden uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen, wie wir die Waffe schnellstmöglich freischalten. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu Cold War und Cold War Zombies zu verpassen. Und jetzt Leute, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir erst einmal damit an, wie man die Marshall freischaltet. Man kann die Waffe im Multiplayer und im Zombie-Modus freischalten. Im Multiplayer müsst ihr in 15 abgeschlossenen Runden einen Gegner per Kopftreffer mit einer Pistole killen. An sich ist die Aufgabe einfach, aber es dauert etwas länger. Ich würde sagen mindestens 2 Stunden. Hier würde ich euch empfehlen, Konfrontation 6 gegen 6 zu zocken, da dort die Runden schneller gehen, und wählt am besten immer Team Deathmatch, dann geht es noch schneller. Kommen wir aber jetzt zum Zombie-Modus. Hier müsst ihr 30 Jünger mit Pistolen killen, die 5 oder mehr Zombies kontrollieren. Diese Aufgabe ist sehr einfach und dauert maximal 1,5 Stunden. Ich würde euch hier empfehlen, die Diamati oder die AMP Akimbo mitzunehmen, da diese beiden die besten Pistolen sind. Geht dann natürlich auf Mauer der Toten, dort sind am meisten Jünger. Ihr könntet auch Outbreak spielen, aber das dauert unnötig lange. Wenn ihr Pack-a-Punch anmacht, könnt ihr schon den ersten Jünger killen. Hier ist es wichtig, dass ihr den Jünger mit der Pistole killt und dass er mindestens 5 Zombies kontrolliert. Ihr könnt sehen, wenn ein Zombie vom Jünger kontrolliert wird, denn diese Zombies haben einen rötlichen Schleier um sich und die Augen leuchten sehr stark. Oft ist es auch so, dass wenn ein Jünger spawnt und ihr ein bisschen wartet, dann fliegen die Jünger etwas höher in die Luft und das ist oft ein Zeichen dafür, dass sie 5 Zombies kontrollieren. Ihr könnt aber auch in-game nachschauen, ob ihr Fortschritt bei der Aufgabe gemacht habt, indem ihr das Spiel pausiert und eure Klasse bearbeitet und dann bei den Pistolen nachschaut, geht dann auf die Marshall, dort seht ihr dann den Fortschritt. Ihr bekommt auch eine Medaille, wenn ihr einen Jünger killt, der 5 Zombies kontrollieert, und zwar kommt dann die verjüngerte Medaille. Ab Runde 20 kommen dann relativ viele Jünger, pro Runde dann 2 bis 3, es gibt auch Runden, wo dann gar keine kommen, aber normalerweise solltet ihr nach 35 bis 40 Runden die Marshall freigeschaltet haben. Ihr könnt oben am besten beim Panzer ein bisschen trainen, die Zombies sammeln, warten bis die Jünger kommen, erstmal die Jünger killen. Ich würde euch empfehlen, nicht die Zombies zu killen, wenn ein Jünger oben ist, damit ihr nicht die Zombies killt, die kontrolliert wurden. Weil dann zählt es natürlich nicht, wenn ihr nur 3 oder 4 Zombies, beziehungsweise wenn der Jünger nur 3 oder 4 Zombies kontrolliert. Deswegen killt immer erst die Jünger und dann erst die Zombies. Und am besten seid ihr da oben beim Panzer, nehmt vielleicht einen Feuerring mit, aktiviert den, so wie auch bei der Runde 100-Taktik, die ich euch mal gezeigt habe, um die Runden schneller zu machen. Ihr könnt natürlich auch unten zum Strom hingehen und da die Zombies sammeln, da geht es natürlich schneller. Aber es ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde euch wirklich empfehlen, macht das am Panzer ganz entspannt. Hier könnt ihr auch immer sehr gut sehen, wenn die Jünger 5 Zombies kontrollieren. Manchmal fliegen die nämlich hoch zu der Werkbank und da wisst ihr auf jeden Fall, die Jünger kontrollieren viele Zombies. Denn wenn sie ganz weit nach oben fliegen, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass sie 5 kontrollieren. Und da könnt ihr ohne Bedenken die Jünger killen. Und wie gesagt, es dauert 35 bis 40 Runden, so ungefähr 1,5 Stunden, und dann solltet ihr die Marshall auch freigeschaltet haben. Die Marshall-Pistole ist eher wie eine doppelläufige Shotgun mit 2 Kugeln im Magazin. Wenn ihr die Waffe Pack-a-Punched, habt ihr dann 3 Kugeln im Magazin. Sie hat eine relativ lange Nachladezeit, jedoch macht die Waffe wegen ihrem hohen Schaden sehr viel Spaß. Man kann mit der Waffe sogar Akimbo spielen, wie auch mit den anderen Pistolen, jedoch muss die Waffe erst einmal Waffenlevel 35 sein. Ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, wie man extrem schnell seine Waffen levelt. Das verlinke ich euch an der Stelle, schaut es euch gerne mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Marshall freizuschalten, da diese Waffe Abwechslung bietet und sehr viel Spaß macht. Ich werde die Waffe noch einmal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, wie sie in den hohen Runden dann performt. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo da. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Wenn ihr mich mal live zocken sehen wollt oder selber mit mir zocken wollt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.